Hallo Leute, mein Name ist Martin Müller und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Die Leute, die mir auf Facebook folgen, haben es ja schon mitbekommen. Heute zeige ich euch den NXT Championship. Das Ganze ist ein bisschen schwierig, da dieses riesen X einfach mal so krass spiegelt, dass ihr sehr schwierig das Ganze wirklich erkennen könnt. Weil entweder seht ihr hier den Rest meiner Wohnung oder zu viel Licht. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, als ich den Titel immer in den Shows gesehen habe, fand ich den extrem hässlich. Man hat mir eigentlich immer gesagt, ich sammle zwar diese Gürtel, aber den muss ich jetzt nicht unbedingt haben. Und vor ein paar Wochen war es soweit, die WWE hat angekündigt, dass sie die NXT-Titel jetzt auch in den Verkauf stellen. Und so, ja, es tut mir leid, musste ich natürlich wieder zugreifen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das habe ich überhaupt nicht bereut. Jetzt, wo ich das Teil habe, finde ich es so geil. Ich finde, es sieht so hammer aus. Außerdem bringt die Ausrichtung von NXT halt extrem viel Prestige mit sich, weshalb halt dieser Titel was echt Besonderes ist. Der NXT-Titel hat den breitesten Gürtel überhaupt. Die ganzen Knöpfe sind ja auch eher unüblich über das komplette Leder verteilt. Eigentlich ist es ja bloß so, dass halt im oberen Bereich die Knöpfe sind und halt hier auch das Ganze im Prinzip bloß bis zu den Platten läuft, aber hier nicht. Hier hat man die Knöpfe komplett durchgezogen. Natürlich werden diese Knöpfe für nichts verwendet, die sehen einfach nur gut aus. Hier auf dem Gürtel sind halt auch nochmal so ein paar X'er eingearbeitet. Wir kennen das ja von den WWE-Titeln, dass halt jetzt auch ziemlich hohen Wert auf das Leder gelegt wird. Da werden halt auch nochmal so ein paar Designs mit eingearbeitet und das ist halt hier auch so. Wir haben hier auch einen Gold-Tipp, das ist dieses Ding hier. Das heißt, das schließt halt diesen Gürtel nochmal ein bisschen mehr ab. Auf der anderen Seite ist das nicht, das ist immer nur auf einer Seite, aber auch nicht auf jedem Gürtel ist das Teil dran. Das kann man natürlich nachrüsten, wenn einem das gefällt. Ich finde auf jeden Fall cool, dass es hier schon dran ist, da es ja doch ein ziemlich großes Teil ist. Sollte das auch so sein. Die Sideplates sind hier drei an der Zahl auf jeder Seite. Es sind dreimal genau die gleichen. Warum das so gemacht wird, ist natürlich designmäßig. Ob man das jetzt schön findet oder nicht, ja, muss jeder für sich entscheiden. Es sieht irgendwie komisch aus, aber irgendwie passt es auch. Also es ist halt ein bisschen schwierig, das muss jeder für sich entscheiden. Dadurch, dass es halt wirklich dreimal komplett dasselbe Design ist, ist es halt irgendwie blöd. Da hätte man sich schon ein bisschen mehr einfallen lassen können. Vielleicht hier das WWE-Logo, Raw, SmackDown oder sowas, vielleicht damit einarbeiten. Aber halt nur das WWE-Logo, ja, ist halt ein bisschen einfallslos. Trotzdem sehr cool gemacht, halt auf silbernem Hintergrund auch nochmal mit goldener Umrandung. Dann haben wir hier natürlich auf der anderen Seite genau das gleiche. Und in der Mitte das riesen NXT-Logo. Und hier muss ich einfach mal sagen, das sieht richtig geil aus. Ihr seht halt hier auch, dass das Leder bei dem Gürtel halt an diese Platte angepasst wurde. Das heißt, ihr seht hier zum Beispiel, hier ist ja so ein Zacken drin. Das muss ich auch ganz ehrlich sagen, ist extrem cool. Das ganze Design gefällt mir doch mittlerweile sehr gut. Außerdem kann man diesen Titel extrem gut hinstellen. Leute, die diese Titel sammeln, wissen um das Problem. Denn zum Beispiel der Titel, der hier steht, der WWE-Titel, der hat das nämlich, dass unten eine Spitze ist. Und wenn man den Titel, so ähnlich wie hier, ich habe ihn jetzt so ein Stück angehoben, direkt auf dem Leder liegt, kann es natürlich passieren, dass das Leder unten ein Stück verbiegt und nach oben kommt. Das ist hier natürlich nicht der Fall. Hier hat man das Ganze komplett gerade gemacht, an das X natürlich angepasst. Und so steht das Ding halt wirklich sehr gut. Das kann man überall hinstellen, wo man das möchte, ohne dass man sich da Sorgen macht, dass es irgendwie einknickt oder sonst was. Im Vergleich zu anderen Titeln, die ich aus dem WWE-Shop bestellt habe, ist dieses Leder hier schon von Natur aus ziemlich gut zu biegen, möchte ich es jetzt einfach mal nennen. Ihr seht das ja hier, dass sich das Leder halt an der Schulter schon runterbiegt und nicht halt wie bei vielen neuen Titeln das Ganze so nach hinten absteht. Das ist natürlich hier nicht der Fall. Das heißt, das Leder hat man hier schon ganz gut gemacht. Hier, da seht ihr das auch. Das knickt halt alles schon anständig ein und so soll das ja auch sein. So hat man sich das eigentlich auch gedacht. Es kann also gut möglich sein, dass die WWE hier an den neuen Titeln noch so ein bisschen was an Leder verändert hat, da das ja eigentlich immer bei allen Championship-Sammlern ziemlich in der Kritik stand und viele auch diese Titel hier gereleddert haben. Das heißt, das Leder wird komplett ersetzt
und die Platten werden im Prinzip auf neues, aber halt gleich designtes Leder geschraubt, dass das halt ein bisschen elastischer ist. Hier gibt es also nicht das Problem. Ich komme auch nochmal auf die Platte zu sprechen. Das ist halt hier extrem cool, dass das NXT-Logo hier natürlich schön in Gold ist. Dann umrahmt von einem silbernen Streifen, dann nochmal von einem schwarzen und dann nochmal von einem goldenen Streifen. Also dieser komplette Rahmen hier gefällt mir sehr, sehr gut. Das ganze Design ist auch echt cool. Hätte ich nicht gedacht, dass ich mich so in diesen Titel verliebe. Und ich kann wirklich nur jedem von euch empfehlen, euch diesen Titel hier zu holen. Nicht nur, weil NXT extrem auf dem Vormarsch ist, es einfach eine wunderbare Show ist. Die Superstars, die da auftreten, sind richtig großartige Talente. Sondern auch der Titel hat halt was. Und gerade aufgrund dieser ja, extrem außergewöhnlichen Form, muss ich sagen, gehört das einfach für jeden Sammler mit dazu. Also falls ihr irgendwie die Möglichkeit habt und überlegt, wie dieser Titel hier ist, ob der wirklich was für euch ist. Ich kann euch einfach nur sagen, ich fand das Teil pottenhässlich, als ich es im Fernsehen gesehen habe. Und jetzt, wo ich es halt selbst vor mir sehe, ist das was ganz anderes. Und für die Leute, ihr wolltet ja auch mal wissen, wie das so um die Hüfte aussieht. So, ich hoffe, das sieht man, weil es ist halt wirklich schwierig dadurch, dass das halt so ein extrem großes Gold ist und so krass reflektiert, sieht man halt, also ich auf meinem kleinen Bildschirm hier, den ich neben meiner Kamera habe, sehe eigentlich nur schwarz. Ich hoffe, ihr erkennt das ein bisschen besser. So sieht das Ganze hier rum aus. Also ich bin jetzt nur nicht der breiteste, bin eigentlich mal ganz normal gebaut und ich muss sagen, der Titel passt perfekt. Also das X hier, wonach sich ja im Prinzip alles richtet, ist perfekt auf meine Größe zugeschnitten. Tja, das ist wie als wenn die WWE mir was sagen möchte. Also Verträge gerne zu mir. So, und jetzt schreibt mir doch einfach mal in die Kommentare, was hältst du vom NXT-Titel? Sammelst du auch so eine Dinger und wie findest du die Teile? Schreib es mir alles mal unten rein. Und dann hoffe ich natürlich, dass dir dieses Video gefallen hat. Ich bedanke mich recht herzlich für jeden Daumen nach oben. Und hier kannst du jetzt noch meinen Kanal abonnieren, damit du auch nichts mehr von meinen Sachen verpasst. Darunter gibt es alle Social Media Links, da solltet ihr mir auf jeden Fall auch folgen, weil da gibt es auch nochmal massig Infos. Und unter mir gibt es noch zwei weitere Videos. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Haut rein, bis zum nächsten Mal und ciao!